Ach ja, was will man machen, ne? Ständig leckt hier. Der DK ist auch irgendwie nie erreichbar. Ständig will er einen nicht, will er hier den Server nicht verbessern. Also ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal hier was einwerfen, das geht so nicht. Da machen wir mal das hier. Hallo Freunde, heute zu einer lustigen Baurunde. Bei einer Servergeschwindigkeit von ungefähr 3 FPS. Ja, die Räume haben wir schon ausgebaut. Aber jetzt müssen wir noch den Boden reinmachen. Und das geht nun mal nicht so einfach, wenn der Server hier leckt wie sonst was. Ja, genau. Was ich damit ausdrücken will, ich werde hier langsam so ein bisschen bekloppt bei dieser Server. Ihr seht es hier ja schon, alles verschwindet hier. Das macht einen bekloppt. Ich glaube, ich werde hier verrückt, wenn ich so weiterbauen muss. Und das will ich hier mal ausdrücken. Ja, bekloppt wird man hier. Und die Mucke passt überhaupt nicht, um den Bekloppt-Song zu singen. Aber das ist mir egal. Ich mache es trotzdem nicht, weil ich total schief singen würde. Aber man hat so ungefähr einen Einblick, was das hier ist für ein Kack. Ja, das ist doch so ein Kack hier. Das glaubst du nicht. Jetzt leckt auch noch das Spiel. Das ist ja unfassbar. Nicht säuft hier. Das ist ja ganz formidabel. Alles ruckelt hier und nichts. Was ist denn das für ein schlechter Sprechgesang, den ich hier von mir gebe? Das ist ja, das gewinnt hier auf jeden Fall den Preis in schlechtestes Lied ever. Aber ich werde hier trotzdem bekloppt. Und wenn ich bekloppt werde, da wissen wir, da ist alles verloren. Ja, das, hier die K, wenn du das siehst. Mach endlich den RAM auf den Server. So kann ich nicht aufnehmen. Das ist der Ich kann nicht aufnehmen Song. Kann nicht aufnehmen, ich kann nicht aufnehmen. Was soll ich denn machen bei diesem Gekacke hier, bei dieser Framerate? So kann man nicht spielen. So kann man nicht spielen. Das ist ja krumm und schief gesungen. Was mache ich denn hier? Aber bekloppt werde ich trotzdem hier. Bei diesem Gerappel. Bei diesem furchtbaren Gelegge. Jetzt das Spiel leckt nicht mehr, aber der Server leckt immer noch. Und deswegen ist das Lied auch schon vorbei. Ja, das war jetzt kürzer, als ich es annahm. Was haben wir denn noch so? Passt das hier zum Beispiel? Das? Irgend so ein Elektrosong. Na, geht auch. Wir sind hier beim Gericht. Was? Ja, keine Ahnung, aber das Lied ist super. Es passt zwar überhaupt nicht zur bekloppten Stimme, aber egal. Und an einem weiteren Tag hier in Visionstown, Drakonien, bla. Hierbei das Illusions-Team der neuen Detektivserie auf Pro 8. Keine Ahnung. Was laber ich hier? Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich bin schon so durch diese Framerate. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier für ein Blödsinn da. Achso, hier habe ich ja so einen Boden reingemacht. Nee, das passt hier überhaupt nicht. Auf jeden Fall machen wir hier auch mal Decke rein. Oder nee, hier machen wir nicht so Decke rein. Hier machen wir noch eine Treppe rein. Und dann machen wir das hier als Decke. Und dann kommt hier eine Treppe. Ja, ist doch super. Was mache ich hier? Kann mir das irgendjemand erklären? Wahrscheinlich nicht, weil ich kann es mir selbst ja nicht erklären. Aber es ist auch egal. Was machen wir hier oben jetzt? Hier oben machen wir Slabbles, glaube ich einfach mal. Ja, keine Ahnung. Ich denke darüber doch nicht nach. Aber das sind die falschen. Das sind die Stone Slabs, die aussehen wie Holzslabs. Nein, wir nehmen die hier. Yeah. Hierbei. Komische Musik TV. Dem neuen Fernsehsender, der nur heute läuft. Die Musik, die ist so bescheuert. Was mache ich denn hier? Ach so, da war ja was.
Naja, egal. Ja, oder so irgendwie sowas. Nein! Da sieht man mal wieder, wie das Längen hier dem Spiel schadet. Nichts funktioniert hier, weil ich ein FPS habe. Und der Server auch. Also der hat nicht ein FPS, der hat ein Update-Aktion-Ding bla pro Sekunde, weil hier alles so verdammt wenig RAM hat. Wie lange geht dieses Licht eigentlich? Das überhaupt nicht passt, egal. Ja, verdammt. Das ist der Gerichts... hier die neue Gerichtsserie auf Pro 8, die wir, glaube ich, schon erwähnt hatten. Das alltägliche Irrsinnsleben von Detektiv Brick Mac Klaus. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde immer noch bekloppt hier bei dieser Framerate. Das will ich nämlich damit ausdrücken. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, wenn das Spiel nicht reagiert, wie es sollte. Ja, und hier machen wir Bücherregale oder sowas in die Ecken rein, dann passt das schon. Yeah! Ist doch auch egal, Hauptsache die Mucke ist super! Ich weiß gar nicht, wie ich die Mucke da... die habe ich ja am Handy laufen, die werde ich dann eigentlich... Die werde ich, denke ich, nachträglich einfach nochmal reinstellen, damit ihr die besser hört. Das überlege ich jetzt einfach mal so laut. Achso, dann ist das Lied auch schon vorbei. Was haben wir denn da noch so? So, das hatten wir schon. Hier haben wir das schon gehabt. Yay, bescheuerte Mucke! Sehr bekloppt hier in der Gegend. Ich weiß nicht, was ich machen soll bei all diesem Gelege voll. Das war ja total schief gesungen. Aber das beschreibt so meinen Geisteszustand hier gerade. Bei diesem Gelege. Wir waren alle voll bekloppt. Und wissen nicht, warum das so gekommen hat. Was laber ich hier? Ich weiß es selbst nicht mehr. Oh Gott. Ohrenkrebs TV. Aber egal. Es sind ja nur eure Ohren, nicht meine. Gut, meine auch. Wenn ich das dann schneiden muss. Aber das ist mir egal. Das ist mir wert. Was ist das für eine komische Mucke? Ich meine, ich habe jetzt einfach mal bescheuerte Mucken so gesucht. Aber das ist ja schon wirklich sehr grenzwertig, was hier läuft. Das muss man doch einfach in aller Ehrlichkeit sagen. Das hier ist Zirkusmucke oder was? Egal! Hier mache ich nochmal so ein Gerüst hin. Hauptsache, wir kriegen irgendwie die Zeit hier voll, damit DK sieht, wie ich leiden muss. Hier mit dieser Framerate, damit der endlich mal hier RAM macht, was er eigentlich schon seit Wochen machen wollte. Und es nie gemacht hat, weil er irgendwie arbeiten hat. Oder so. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, die Verrücktheit ist eingebrochen. Hier in Draconien. Jetzt auf Draconic FM, dem neuen Radiosender. Hier um die Ecke. Oder so. Ich weiß es auch nicht. So. Ach so, das war auch schon das Lied. Was haben wir denn noch hier? Ein Elektronik. Yay! Das macht ja noch verrückter!
Jetzt sind wir hier völlig im Zirkusmodus. Ich müsste eigentlich so ein Zirkuszelt bauen, wenn die Framerate es zulassen würde oder auch die Servergeschwindigkeit es zulassen würde. Das machen wir, glaube ich, als nächstes im nächsten Livestream. Hoffentlich dann endlich mit guter Framerate und guter Framerate. Gut, das ist nebensächlich. Das weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Aber auf jeden Fall mit guter Servergeschwindigkeit. Keine Ahnung. Spaß. Hier in der Zirkusarena auf in der Elektroarena auf BR Alpha oder so. Da wird man so richtig schön bekloppt bei der Mucke. Und genau das will ich ja auch, dass ihr so richtig schön bekloppt werdet, damit ihr wisst, wie ich leide. So. Einmal hier rein. Und los geht die Pampe. Hier einmal alles voll mit den Geslabbels. Ach nee, hier ist ja falsch. Verdammt, ach nee, doch, hier ist richtig. Ich sehe schon falsche Sachen, wo richtige Sachen sind. Das ist ja mal schön. Was ist das für eine Mucke? Das hört sich... Das ist die Verarschung von irgendeiner Titelmelodie von irgendeiner 70er Jahre Science-Fiction-Serie oder sowas. Ich weiß es auch nicht. So würde ich das interpretieren. Sag mal, warum liegt das Holz denn da unten? Wer hat denn das da hingelegt? Er hat das Holz da hingelegt. Dort unten in die Ecke, da weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll jetzt noch bei diesem ganzen zig Frame-Einbrüchen. Bla. Keine Ahnung. Ich denke mir den Text immer spontan aus und dann stelle ich fest, dass er sich überhaupt nicht reimt. Aber das ist mir egal. Jetzt kann ich endlich mal das Holz mitnehmen. Ich will das Holz mitnehmen. Ich brauche das Holz. La. Hier in der Holzhol-Arena. Bla. Flup. Iblo. Ich weiß es ja nicht. Und hier einmal Holz ran. Und da und da und da und da. Und dann haben wir hier auch schon das Holz hier rein. Und können diesen Schwein hier machen. Komm, und das da unten, das hacke ich wieder raus. Denn das ist da überhaupt nicht gut. Das sagt der Onkel Klaus. Behaupte ich. Ich kenne ihn nicht. Aber ich sage einfach, er behauptet das, weil ich, hier in der Zirkusarena, von, keine Ahnung was. Heute eben an, heute als Attraktionen, sehr verlecktes Minecraft-Gebaue. Den unglaublichen Gewichtheber Huberto Moritz Oppo. Was? Und natürlich als Hauptattraktion das tanzende Schwein. Ja, das Schwein mit den Glubschaugen. Heute mit Fuß-TV. Ah, die Füße sind natürlich nicht gewaschen. Das ist ja mal wieder ungünstig. Aber was erwartet man von einem tanzenden Schwein? Hier in der Zirkusarena. In der wir einige lustige Attraktionen für euch haben. Die ihr nie sehen wolltet, aber egal. Nein, das war ja falsch. Aber ist mir egal. Ach so, Musik vorbei. Das Ganze gibt's auch noch in der nicht so elektrischen Version.
Aber wer will das? Wir machen hier mal das hier an. Ja. Ach so, ich bin immer noch ein Schwein. So eine Schweinerei war auch. Und das hier, weg da. Das wollen wir nicht. Alles, was wir hier wollen, ist... Huch, was war das denn gerade? Alles, was wir hier machen, ist an einer Stelle hängen, weil wir nicht wegkommen, weil der Server so leckt. Hier bei lustiger Saloon-Musik. Es war ein lustiger Tag in diesem kleinen Dorf im Wilden Westen. Die Cowboys und die anderen Typen haben sich versammelt, um hier zu feuern. Die große Versammlung der Gerichtsbauer, yo. Was laber ich hier? Ich weiß es nicht. Aber ist mir auch egal. So, dann bauen wir hier einmal zu. Und wenn wir das einmal zugebaut haben, dann werden wir hier im Wilden Westen ein schönes Gericht haben, wo wir die ganzen Straftäter zum Golden verurteilen können. Das Urteil steht schon von allen fest, weil es ist ja eigentlich klar. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir hier, denke ich, den hier. Und machen dann dahinter einmal den hier mit den Schrägen. Yo. Ich hier als alter Texaner oder so. Was soll das überhaupt für ein Dialekt darstellen? Das klingt wie ein besoffener Seemann. Yo, ich bin besoffener Seemann, ne? Hier in besoffener Seemann TV im Wilden Westen. Was laber ich hier? Auf jeden Fall. Wollen mehr Rum haben, ansonsten wird der Rummacher verurteilt zum Feuerwerkskracher. Oder auch nicht, denn wir lecken zu sehr, um irgendjemand zu verurteilen. Aber egal. Das interessiert uns hier nicht im Wilden Westen. Im Wilden Westen interessiert uns nur eines. Yo. Warum rede ich hier in diesem Seemanns-Dialekt? Der so eine Mischung aus Seemanns-Dialekt und Wilder Westen-Dialekt ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber weiß das überhaupt irgendjemand? Oder nicht? Ist mir auch egal. Ich baue hier noch das Gericht so halbwegs hin. Und dann gehe ich dahin. Keine Ahnung wohin. Ich mache mir doch keine Gedanken über das, was ich raide. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Yo. Okay, was mache ich hier? Hier mache ich den hier. Da haben wir hier sehr hohe Flure. Das ist mir aber auch egal, weil ich brauche sehr hohe Flure. Denn manchmal sind ja auch Creeper im Gericht. Und die müssen nun mal verurteilt werden, yo. So, und machen wir hier nämlich so ein Ding. Und dann können wir hier einfach wieder die Slabs drauf machen. So, und dann haben wir das auch schon gemacht. Ach ne, die Musik läuft ja gar nicht mehr, aber das ist mir egal. Ich mach das hier jetzt noch fertig. Ja, was sollen wir aus diesem Video denn ziehen? Was war denn das für eine komische Nummer hier schon wieder mit dem ganzen verrückt werden und so? Ja, das war die Aufforderung an DK. Mach endlich das mit dem RAM. Ich will wieder gescheit spielen können. Ich wollte eigentlich schon letztes Mal gescheit spielen. Und das war davor. Und, generell, eigentlich schon immer, wollte ich mal vernünftig spielen. Ich wusste nur ursprünglich nicht, woran es liegt, aber es scheint ja wirklich einfach am RAM zu liegen, weil wir haben hier nur 2 GB drauf und unter solchen Zuständen leben wir hier. Yo. Und das ist natürlich kein haltbarer Zustand. Ich meine, wer will denn mit 2 RAM, wer will denn da mit 2 GB RAM arbeiten können?
Darauf kann doch kein Server laufen. Ja. Da habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, wie einen das hier durchdrehen lässt. Und ja. Damit verabschiede ich mich. Hoffentlich haben wir bald wieder RAM. Dann werde ich da vielleicht mal einen Livestream wieder machen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Und insofern würde ich sagen, sehen wir uns dann dann. Also bis dann. Hoffentlich. Also hoffentlich bald. Ciao.